С нами телеканал Компакт ТВ, Германия. Bisher bestand der große Unterschied zwischen der amerikanischen und der russischen Außenpolitik darin, dass die Amerikaner weltweit Regierungen stürzen, die sich ihnen widersetzen und sie durch gehorsame Marionetten ersetzen. Bisher hat Russland dies nicht getan. Heutzutage ist Russland wie zuvor die Sowjetunion wieder auf der Weltbühne aktiv und unterstützt nicht nur Afrika, sondern auch Länder wie Syrien, Venezuela oder Nicaragua in ihrem Kampf um Souveränität gegen westlichen Einfluss. Können vernünftig denkende Bürger in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, auf eine aktivere russische Unterstützung hoffen, um das Joch Washingtons und seiner Berliner und Brüsseler Vasallen abzuwerfen? Davon träumt mindestens die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Wissen Sie, das sollte man nicht als ein Fußballturnier betrachten. Ich schaue auf viele Betrachter, Menschen, die wirklich ehrlich aus dem Inneren sich Sorgen machen um die internationalen Beziehungen. Aber ich bekomme so einen Eindruck, als würden sie wie bei einem Fußballspiel oder einem Turnier mitfiebern für die eine oder für die andere Mannschaft. Aber wissen Sie, es ist kein Turnier und es ist kein Spiel, welches zu einem schönen Verlauf führt für den Sieg des einen und der Niederlage des anderen. Und am nächsten Tag kann dann alles von vorne beginnen und es wird noch ein Spiel geben. Deshalb müssen wir über das, was wir gerade sehen, nicht wie über eine interessante und spannende Schlacht reden, sondern so, dass man gerade das Schicksal des Planeten aufs Spiel setzt, nicht mehr und nicht weniger. Sie haben auch gesagt, dass der Unterschied zwischen amerikanischer und russischer Außenpolitik darin besteht, dass die Amerikaner die Regierungen stürzen und dass Russland sich vorher nie so verhalten hat und es jetzt aber schön wäre, wenn Russland anfangen würde, sich so zu verhalten. Wir haben uns nie so verhalten und wir werden es auch nie tun. Ich kann euch sagen, dass wir immer genau das Gegenteil gemacht haben und auch weiterhin genau das Gegenteil tun werden. Wir sind immer auf der Seite der legitimen Regierung und das haben wir auch in Syrien bewiesen. Also ich denke, dass die Situation in Syrien unser prinzipielles Handeln bewiesen hat. Wir sind für Bereicherung, wir sind nicht für den geopolitischen Umsturz. Wir sind für die Bewahrung des Staates, welcher auf der Basis des Wunsches des Volkes in gesetzlichen Rahmen fixiert ist. Und das ist die Grundlage für die regionale und internationale Sicherheit. И это и есть основа безопасности как региональной, так и мировой, важнейший ее компонент. Ukraine. Wir haben so viel dafür getan, um diesen Konflikt friedlich zu lösen. Wir haben das Minsker Abkommen ausgearbeitet, welches im Nachhinein mit den Unterschriften von vielen internationalen Teilnehmern beschlossen wurde, unter anderem auch von der UN und deren Resolution. Als es nicht mehr umsetzbar wurde und der Westen mitteilte, dass er nie vorhatte, das Minsker Abkommen umzusetzen und die Menschen weiterhin umgebracht wurden und die Menschen wurden regelrecht abgeschlachtet, man hatte sie hingerichtet. Danach wurde es zu einer regionalen Gefahr, sogar globalen Gefahr. Erst danach sind wir zu der militärischen Sonderoperation übergegangen. Doch die Grundlagen sind die gleichen geblieben, über die ich gesprochen hatte. Deswegen, wenn Sie erwarten, dass wir genauso wie der Westen werden, nein, das werden wir nicht. Weil genau das verlieren bedeutet. Man darf nicht gegen etwas kämpfen, was einem nicht gefällt, und dabei anfangen, genau mit denselben Methoden zu kämpfen. Denn dann wird man zu genauso einem Übel und das ist automatisch noch schlimmer als zu verlieren. Das ist ein doppelter Schlag. Wir waren so, wie wir sind und wir werden genauso in der Zukunft sein. Diejenigen, die für die Einhaltung der Gesetze kämpfen und für Gerechtigkeit. Diejenigen, die gesetzlich die Interessen des Volkes schützen. Die, welche die geschichtliche Erinnerung bewahren und es nicht zulassen, sich eine absurde und fremde Ideologie aufzwingen zu lassen.